Da steht er wieder, da steht er wieder, der Sack. Hallo, ich bin wieder total fit. Macht er erstmal Saltos. Hua, hua. Sieh du, mein Mann, er ist wieder kerngesund, tolles Mittel. Geil, ne? Morphium war das. Ja, ist auch geil. Hallo Mama, hier geht's prima. Ja, der Flug hab ich gut überstanden. Ey, alle haben Telefone, richtig krass. Mami. Mami. Krass. Wie die Welt sich entwickelt hat, ey. Und jetzt kann ich endlich kann ich in Ruhe schlafen. Ja. Nur, Wir dass ich. wissen nur noch nicht, ob Aola da sich Ja, entwickelt. das ist das, das, ey, das ist. Das ist immer noch so der Punkt, wo wir nicht wissen, was los ist. Ich würde mal vorbeigehen und schauen. Ich gehe erstmal nach Yamei. Ja, ach, da waren wir noch nicht richtig. So. Die. Meine Lieblingsspiel im ganzen, Lieblingsmusik im ganzen Spiel. Der Ort sieht ja auch eigentlich ganz schön aus, so. Da, endlich sind sie gleich wieder zusammen, oder? Jo. Danke. Ich kann ihn nicht nehmen! Noch herrscht eine gewisse Distanz zwischen Lissi und uns. Es ist sicher eine Zeit, bis wir uns aneinander gewöhnen. Wir stehen tief in deiner Schuld. Als Zeichen der Dank wollen wir diesen blauen Stein überreichen. Super. Kann ich nehmen. Ein Bett wieder für drei Leute, die haben nicht. In China ist das sogar gar nicht mal so. Unüblich. Ja. Ah. Die arbeiten sowieso den ganzen Tag, die haben gar keine Zeit zum Schlafen. Ja. Wohin? Ja, wohin? Du mit deinem Bling Blings, ey, wohin, ey, wohin? Boah, ich esse wieder was von meinem geilen Lakritz. Pott wird leerer. Aber dauert noch, bis die 2 Kilo weg sind. Boom! Jetzt können wir an der Aula ja mal kurz vorbeifliegen. Ja, wollte ich auch meine Care-Paket noch abwerfen. Will ich ja nicht entwickeln, die Schweine. Hey! Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Scheiß drauf. Ja, machen wir später. Ich wüsste nicht, was aus Aola noch. Ja, wahrscheinlich müssen wir Aola dann noch mit irgendjemandem reden oder sowas. Oder mit den normalen, mit den Quatschsoßen oder sowas. Aber da habe ich jetzt keinen Bock. kann man andermal machen. Kurz bevor wir dann. Sowieso Ja. anderes Zeug machen. Das ist jetzt einfach ein Turm erschienen. Jo. Ja, hier über das ist Perry, ich weiß, wo wir das finden. Nein, nee, du bist du da. Dieses Beruhr Laborturm, hoch oben geschehen grausame Dinge. Mir scheint, dass Beruhr von einer höheren Macht gelenkt wird. Er predigt, dass ein Wesen der Untergrund die Welt befreit. Warte Hallo? mal kurz. Ich muss gerade jemanden zurückschreiben. Nico. Nein. So. Ich weiß nicht, was für ein Wesen es ist, doch ich fürchte es. Kumari hat verkündet, dass nur Daze die Welt befreien wird. Wir werden alles tun, um zu helfen. Gut, mal Joe. Wir tun alles, um zu helfen. Er geht einfach raus. Perry, lass uns durch eine andere Tür eintreten. Was soll das denn? Ich vertraue dir Mylin an. Perry, ey, geil. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Ich versuche nicht, mich aufzuhalten. Der coolste. Wie aufregend. Der König der Tiere beschützt mich. Ich hoffe, Liam weiß das auch. Daze, wir kommen doch am Stück hier raus, oder? Nein. Da vorne ist eine Überwachungskammer, die übernehme ich. Jetzt kommen wieder so geile Geräusche, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich höre nichts. Ich auch nicht. Du kannst dich, glaube ich, bewegen. Nein, kann ich nicht. Ach so. Da hast du das Geräusch gehört? Ne, gut, ich bin beruhigt. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Hä? Was? Hä? Also, der Typ ist ja gestorben, also deiner, ja? Ja. Ich glaube nicht, dass die Kamera uns wahrgenommen hat.
Uluru, endlich kann ich meine Fähigkeit nutzen. Los, gehen wir gefährden die anderen, wenn wir hier bleiben. Also er ist ja gestorben, er ist dann wiedergeboren mit Gut und Böse in einem, oder? Ja, irgendwie sowas. Also müsste ja sein, dass er nur noch eine Person ist und nicht mehr zwei. Da, Vorsicht, Ruder, ich werde ein Tuch beschaffen, das uns tarnt. Ey, vorher hast du alles abgemetzelt, ey. Kommt her hier! Au, au, schöner Kopf, ey. Das war bestimmt Roy, ey. Nee, das war Perry. Wollten mal ein paar Weiße quälen. Boah, bist du überrascht? Boah, er hat den Kragen gesteuert, ja, wusste ich doch. Bah, deshalb hat alles so gewackelt. Ich hätte nie gedacht, dass Heldsein so schwer ist. Beschwer dich nicht, lass uns weitermachen. Ey, wie ich Perry durchbohrt habe. Ja. Ich glaube, der Laserstrahl kommt von dort. Mario hat die Gabe, in die Zukunft schauen zu können. Oh, super. Er wusste, dass sie den Laserstrahl verletzen würden. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Er benutzt Bad schon die ganze Zeit. Ich werde Luke. Yeah. Who's the man? Who's the man? Ey, was, da treffen die Laserstrahlen natürlich nicht. Dave, alles klar, jetzt geht's los. Guy Perry. Müssen wir eigentlich noch trainieren? Nein. Nun, was hältst du davon? Ich werde dich mit Merlin begleiten. Dave, du gehst vor. Ja, macht Sinn. ja, ich glaube schon, also Level 30 sollten wir, glaube ich, schon sein. Mhm. Ja, dann machen wir einfach nach deiner Aufnahmesache einen Schnitt und dann... Ja, wenn du aufgenommen hast, dann machen wir erstmal Pause. Oh nein, ich bin gefallen! Die geben gute Erfahrung. Ja, ich weiß. Die ziehen auch nichts ab. Sind die später auch noch da? Nein. Wieder. Mhm. Es ist lange her, Dave. Du hast viel bewegt. Man muss zwei der Hebel gleichzeitig bestätigen, um die Luke zu öffnen. Dave, nimm diesen Hebel. Hätte ich nicht gedacht. Er ist der Einzige, den man erreichen kann. Ja. Bereit wieder? Dann los jetzt! 2 Minuten später. Ja, irgendwie helfen dir alle deine Freunde da jetzt irgendwie. Ja. Weil Beruga hat den Turm so konzipiert, dass man alleine da nichts macht. Ja, natürlich. 14. 2. 3. 3. Yeah! Zip, zip, zip. Ich. Ich zerstöre mich selbst. Schaltkreise, ey. Das ist ein Starman, ey. Mhm. Aus Mother. Ja. Boah! Boah, die mit Granaten, ey. Stielangranaten haben die aus Deutschland. Ja. Gibt's die in Deutschland? Ja, die hergestellt und Beruga hat die gekauft, ey. Ist doch klar, da fliegt sie. Gute Qualität. Beruga und seine Schweinearmee. Er ist Ganon, ey. Boom, ey, boom. Moblins. Moblins. Gold. Struppi gefangen haben sie. Mhm. Struppi, ey. Ah, das war ein geiler Teil, kann ich auswendig. Ey, lass mal damit ein Let's Race machen. Nein. Das will ich nicht. Um 1000 Euro. Nein. Geil. Nein, und nimmer. Warum nicht? Ich geb den Vorsprung. Nein. 10 Videos. Jo. Bin ich schon durch, ey. So sollen die nochmal rausbringen. Die neuen für DS waren irgendwie nicht so toll. Ja, ich bin auch. Also die richtig guten, die letzten waren eigentlich Seasons und Ages, oder? Ah, ja, Minish Cap war auch nicht schlecht, also. Ja. Aber ja. Season und Ages ist so klassisch, also es hat Spaß gemacht. Ja, sagen wir mal Minish Cap, so das klassische von oben, weißt du? Ja, genau.
Die für DS fand ich halt nicht so. Ja, ist halt. Weiß nicht. Ich finde auch diese Style-Show einfach nur scheiße. Ja. Da hat man so viele Knöpfe und dann benutzt man die nicht mehr. Ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Kannst du nur so Inventarverwaltung machen und so einen Scheiß mit. Oh, jetzt, ey, Roy. Ist das ein Geschütz eigentlich da, zwei? Eins mit dem Roy. Ich hätte nie gedacht, dass ich dir helfen könnte. Tritt zurück, ich blase mit meinem Ballermann ein Loch in die Wand. Halt dir die Ohren zu, Feuer frei! Oh nein, nicht schon wieder! Ein äußerer Schrei! Feuer frei! Mann! Jo, ihr kleiner Rammstein-Fan hier! Kleiner Rammstein-Fan, hab die Jalo! Ich schenke dir nächstes Mal ein Rammstein-Album. Zum Geburtstag. Rass dich aus, ey. Warum? Ja, weil es so geil ist, ey. Ja, richtig. Ich schenke dir ein Curse-Album. Ich hab alle, ich schenke dir einfach eins von meinem. Oh, ich sterb gleich. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Dass du ein Album hast? Nee, dass ich dir einen schenke. Will ich nicht, ey. Ja, kriegst du einfach, ey. Ich will deine Adresse. Ich will ihn nicht an, ey. Ich hab Adresse, du schick ich dir einfach. Du hast das Opfer. Will ich jetzt nicht so unterschreiben, aber das ist in Ordnung. Hat er eher seine Meinung. Ja. Ich bin ja auch kein Rammstein-Fan. Also. Ja. Vital-Elixier, geil. Ja, sicher. Das ist Sakrileg. Wir sind richtig mächtig geworden. Ja, irgendwie. Ich sehe es. Beruga versucht mit einem Luftschiff zu fliehen. Die Tore des Schiffes sind bereits verschlossen. Wir müssen eine Luken öffnen. Er darf nicht entkommen. Ja, wäre ich bei Ruga, würde ich auch flüchten. Das wäre ein alter Knacker, eine Minderjährige, ein Schwarzer auf dem Skateboard, eine Frau mit Schwert, ein Mann mit Schwert. Und ein Typ mit Stab kommt, will ich auch sofort fliehen. Wir müssen uns gleich betätigen. Beide ich und geh in deinen Raum. Weißt du, ich habe 3 Milliarden Roboter auf meiner Seite, Schweine, Geschütze, Laser. Natürlich hau ich ab, ey. Jetzt sei doch nicht so. Du weißt, was ich meine. Musst du da nicht rein? Ja, ich glaub schon. Das muss der Schalter für die Fenster sein. Dave, hörst du mich? Wenn ich rufe, müssen wir alle Schalter gleichzeitig drücken. Bereit? Jetzt! Mit Delay. Jan Delay? Yo, yo! Wer war denn hier drin? Fieder. Perry! So werden wir Besucher stellen. Los, Dave! Yeah! Geil. Come get some! Come get some! Der Duke, ey. You wanna dance? Hail to the king, baby! Oh Mann, ey, wo ist denn jetzt das Schiff? Da oben. Da oben. Ja, geil. Ja. Ich hab den ganzen Weg hochgeklettert, damit ich wieder runterspringe. Da ist es, ey. Ey, meinst du, ich schaff das noch? Jo, was willst du das noch machen? Ich keine Ahnung. Ja, ich hab noch Zeit, also. Ja. Siehst Herz? Das Herz und Gehirn dieses Schiffes. Es gibt genau 7 Computer an Bord, die das Schiff steuern. Falls alle auf dieses Schiff stürzen, Days, dieses Zeitbomben, hilft dieser Computer. Ich hab einfach den Plan verloren. Wir teilen uns auf. Viel Glück. Days, der Zeitbomben. Geil, Fieder. Wo hast du die denn gebastelt? Das war Dings. John. John, der. Ich hab die Elektrizität erfunden. Ja. Von einem Turm zu springen erfordert viel Mut. Auch ich liebe das Risiko und deine Art gefällt mir. Gleich folgt der große Showdown. Ey, Dilemma. Dilemma jetzt, ey. Du brichst es. Scheiße, ey. Die perfekte Aufnahme jetzt. No matter what I do. Wieso macht das so ein Geräusch? Weiß ich, wie Nelly. Nein, die Zeitbombe mal. Ich weiß.
Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich die alle hinbringen muss. Aber man hat, glaube ich, unendlich Zeit, oder? Auch wenn das eine Zeit ist. Ja, das ist... Da oben bestimmt. Ich bin jetzt schon richtig geil gelaufen. Hier sind schon mal zwei. Ja, geil, ne? Fida ist echt geil, so diese ganzen Lichter da. Licht. Wir waren kurz davor, Beruga zu stellen, daher kam egal, diese Bomben wird er nicht hinkommen. Alle Fluchtwege und Triebwerke stehen unter unserer Kontrolle. Beruga kann nicht hinkommen. Der ist begibt dich hinten, wenn alle Bomben modelliert sind. Nach hinten. So. Tschüss. Ich kann mich nicht bewegen. Ich werde keine Bomben anpacken. Ich überlasse es lieber Dave. Yo, Bitches. Bitches. Ja, wie er schön Teppich verlegt hat oben auf dem Deck. Was ist das Teppich? Keine Ahnung, aber... Schöner Perser. Sieht halt so aus. Aber mitgenommen, ey. Als er aus dem Turm geflüchtet ist. Pack den Teppich ein! Oink, oink, haben sie gesagt. Oink, oink. War eine Götterknolle. Didi. 150, ey. Richtig gut, ey. Die schmecken auch am besten. Ja, so zartbitter. Zwei Zander, oder was? Hey, du. Ja, dich meine ich. Ingeborg. Ingeborg. Ey, die haben mich erfasst. Da habe ich was für dich. 120 Mark. Jetzt nimm dir erstmal einen Stuhl und setz dich hin. Weil jetzt kommt der absolute Hammer. Dieses Lied ist nur für dich. Das ist schon geil, ey. Ja. Die will immer noch produzieren. Was? Ja. Nein. Doch. Ey. Die geht's immer noch. Das ist ja krass. Frank Zander singt immer noch dafür. Der Fisch, ey. Der Fisch, ey. Der muss nur einen Satz sagen oder so. Der wird dann da reingepackt und fertig. Der singt ja nicht jedes Lied neu, ey. Ja, ein Liebeslied. Frank Zander. Frank. Zander. Hier kommt Kurt. Am besten war er immer noch seine Synchronrolle in Gallia. Asterix in Gallia. Aber danach wurde er schon wohl aussortiert und gab einen anderen. Was ich schade fand. Das war wirklich sehr seltsam, ne? Ja. Frank Zander geht doch ab, ey. Was haben die? Na gut, dann habe ich da alles, ne? Anscheinend. Ja. Ich hätte ihn sofort als Sprechrolle behalten. Der wäre sofort, ey, der... Obelix! Obelix! Oh, ich habe... Obelix! Druide! Mann, du lenkst mich ab. Ich achte gar nicht mehr auf die Gegner. Das ist eigentlich, wenn du stierst, wo landest du dann? In der Hölle. Ey, warte mal, ich verstehe das gerade nicht. Wildschwein? Nee, hier ist falsch. Da musst du gleich hin. Wie viele Bomben haben wir denn noch? Eine, zwei, drei. So viele nicht. Ich verstehe gerade nicht. Vielleicht haben wir falsch angefangen. Da steht sogar Exit drüber. Über den. Die machen aber gut Schaden, die Schweine. Die machen gut Schaden, die Schweine, ey. Fiesen Wichser. Wütend, ey. Ich kann mit meinen Gedanken Schiffe zerstören. Boom. Da guckt ihr was, ne? Hä? Jetzt hört auf mit dem Scheiß. Hä? Bevor ich eure Köpfe aneinander schlagen muss. Geil, ey. Das ist echt geil. Wieso sterben die nicht? Wieso haben die so viel Energie? Da muss ich noch nach rechts. Ja. Vielleicht. Wie umständlich alles hier. Echt, ey. Hey Roy! Ja. Days, leg hier eine Bombe! Sag mir, Days, wenn das hier vorüber ist, was hast du dann vor? Ich weiß nicht. Momentan bin ich zu sehr damit beschäftigt zu überleben. Verstehe, aber wir werden bald am Ziel sein. Yeah. Days, das ist unser Computer. Eine Bombe, yeah, geil. Ey. Das waren alle, oder? Das waren alle. Jo.
wie ein Götterknollen ist, ey. Geil, ey. Geil, ein Communicator, weißt du? Mit meinem Joe in Kontakt bleiben. Ey, mit Joe. Bitte kommen, mein Joe, bitte kommen. Oh, was ist hier unten? Geh mit deinem Puppen spielen, ey. Nimm den Riker gleich mit. Mit dem Alter am Daumen nuckeln. Das ist ein Branding, hä? Hast du noch nie gesehen. Ach, jedes Mal, ey. Das ist immer wieder gut. Ja, das ist es. Ey, hi, wie geht's? Und im Stehpinkeln. Der ist total wirklich. Alles klar, ich lege den Schalter um. Ja, eigentlich sollte Dave jetzt fragen, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir erst vom Schiff runter sind? Nein, ist doch total behindert. Wie wäre doch besser, wenn die erstmal abhauen? Nein. Die haben doch, ja, genau. Die haben doch Möwen. Ja. Die haben ja Möwen. Oh, müssen wir nur noch fliegen. Oh! Uah, ihr Narren, gebt auf. Das war Beruka, es kam vom Menschendeck. Wo sein Thron ist. Beruka, ey. Klar, er sitzt natürlich in der Falle. Ich muss zugeben, dass du dich recht tapfer geschlagen hast. Doch vergiss nicht, dass ich Wissenschaftler bin. Du scheinst zu denken, dass ich keine Chance zur Flucht mehr habe. Du denkst sehr naiv. Nimm beispielsweise meine Stiefel. Es sind Jetboots, mit deren Hilfe ich fliegen kann. Oh, fuck. Liebe Leute wie du sind nicht in der Lage, so etwas zu verstehen. Ja, dann los, benutze sie doch. Bevor ich gehe, solltest du noch etwas erfahren. Der Raketenantrieb wurde vom Computer gesteuert. Doch nun, da alles Computer zerstört sind, wird der Antrieb versagen. Ist doch klar. Nicht ich bin es, der gefangen ist. Bald schon wird das Reich meines Herrn kommen. Eine Welt ewigen Lebens steht vor ihrer Geburt. Natürlich beginnt jetzt der Rotor zu laufen. Was? Na, Beruhe. Das ist ziemlich brutal, muss ich sagen. Vermaledeit, Ragnara, zu Hilfe. Zerfetzt, ey. Das muss schon ekelhaft aussehen. Ja. Wenn du genau davor stehst und dir das anguckst. Obwohl, ganz jetzt gucken einfach alle runter. Bei Indiana Jones? Ja. Ja, würde ich sagen. Beruhe war von seiner eigenen Maschine gerichtet. Mich ein Ende für den größten Genie der Menschheit. Grausam. Das Schiff wird bald seinen Flugbahn verlassen und abstürzen. Wir sind verloren. Es gibt keine Rettung. Doch, vielleicht. Achso. Eine kleine Möwe frisst einfach da. Schau, eine Möwe, sie sieht hier um uns zu retten. Pickt die gerade die Leichenteile auf. Das kann nicht sein. Wir fliegen über 10.000 Meter hoch. Keine Möwe kann so fliegen. Vielleicht haben die anderen es nicht bis hierher geschafft. Ach, das war Beruga mit seinem Moped. Ben, ich fliege mit der Möwe. Was soll das denn? Du hast recht, wir helfen uns schon. Ja. Wir haben eine Chance, den Sturz zu... Ja, genau. Klar. Menschen halten einiges aus, ja, aber ihr nicht. Ja, tschüss, wir gehen rein, ey. Achso, doch nicht. Wir sehen uns wieder. Bei dich und ihr Schiff stürzt ab. Piep-pieps? Piep-pieps. Piep-pieps. Yeah. Dann mach ich ja die Finalfolgen. Ja, aber du musst erstmal dich um Dings kümmern, um Aola. Ja, aber danach. Ja, ja, du hast begonnen und ich beende es. Das ist der ewige Kreis. Ja, ich erschaffe. Und du. Ja, ich zerstöre. In Licht und Schatten, ey. Nanu! Ey, das war Nappa. In den Zoo, ey. Ey, die Saiyajins sind. Das Licht der Apokalypse. Nappa und Vegeta. Vegeta! Mit seiner SpongeBob-Stimme. Ja. Los, Nappa, wir müssen die Tech. Ich fand die geil. Ja. Alle haben sie aufgesehen. Oh, Licht, vielleicht eine Rakete oder ein Meteorit. Machen wir Schnitt? Ja, können wir machen. Okay.